sechs Charaktere und sechs verschiedene Einflüsse. Ich denke, das pusht jeden im Team. Ich bin dieses Jahr das erste Jahr bei Ihnen und Sie haben mir die Chance gegeben, den Sport professioneller auszuüben. Man merkt es, das Material ist top und du hast einen Teammanager, der regelt viel und du hast eine Truppe, mit der du am Fahren bist, du pusht einander. Ich kann sehr viel lernen von jedem Fahrer und es macht richtig Spaß. It's a chance to travel, to discover other countries and other things, other spirits and that's nice. Ich glaube, das ist eigentlich so eine echt gesunde Mischung. Das ist schon, wie würde man sagen, ein guter Cocktail an der Bar. Neon ist einfach verdammt schnell auf dem Rad. Then Andre is different. He's older. It's you feel the experience. Ich würde so als mein Enduro-Ziehvater so ein bisschen beschreiben, nachdem ich auf dem Cross Country komme. Ludi always smiling, always Clooney in French. Verdammt dufter Typ, mit dem ich super gerne Zeit verbringe. Er lernt von mir, ich lerne von ihm. Und ich habe auch noch nie einen Menschen gesehen wie der Ludwig. Der hat im Sommer in seinen Lachfalten einfach weiße Streifen, weil er so viel lacht, dass das da nicht braun wird. Also Valerie und Lars sind top nett und ich hab's super mit ihnen. We are only two girls, so we can talk about girl things. Laura kümmert sich halt immer ein bisschen und bringt ein bisschen Knicke, glaube ich, ins Team rein, weil sonst Gusti und der Rest wird's wahrscheinlich oft drunter und drüber laufen. Gusti, unser neuer Teamkollege. Gusti ist komplett crazy. Gusti ist der brutalste. But I like him. Ein bisschen lustige Leute im Team haben ist immer geil für das Atmosphäre. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so unglaublich viel in kurzer Zeit essen kann und dabei auch kein Gramm Fett am Körper hat. Ich bin sehr viel mit Nick auf der Strecke. Ich kann extrem viel von ihm lernen. Ich glaube, dass es zurzeit auf der Welt nicht so viele Leute gibt, die wo den Speed von Nico fahren können mit dem Enduro-Bike. Der Nico ist einfach ein super cooler Typ, weil dafür, was er für krasse Ergebnisse einfährt, ist er so dermaßen am Boden geblieben.